Ja, was machen Sachen? Momentan macht YouTube ja ganz komische Sachen. Ich habe mitgekriegt, da gibt es ja eine neue Regelung, die meiner Meinung nach doch sehr zweifelhaft ist. So ganz verstehe ich nicht, was der ganze Hickhack soll. Im Groben geht es ja darum, es gibt eine neue Regelung zum Schutze der Kinder. Also generell, wenn ich hier von Kindern spreche, meine ich alle unter 13. Das ist vom amerikanischen Gesetz so. Alle, die unter 13 sind, sind Kinder. Also wenn ich von Kindern rede, sind alle Personen unter 13 gemeint, nur um Verwirrung hier auszuschließen. Also, wie gesagt, es gibt eine neue Regel, um diese Kinder zu schützen. Wie gesagt, ihr habt bestimmt wahrscheinlich die E-Mail auch gekriegt, wenn ihr auf YouTube seid, dass das ab gestern angegeben werden soll, ob kinderfreundlich oder nicht. Ob ein Content speziell für Kinder ist. Ja, da gibt es jetzt meiner Meinung nach ein Problem dabei. Oder mehrere sogar. Ich gehe jetzt nach und nach einfach mal die Liste durch und sag so, was ich dazu denke, weil das ist mir echt sauer aufgestoßen und das finde ich alles andere als fair. Dass das Versagen von anderen, weil sie sich nicht an die Regeln halten, wir alle als Creator oder generell als Community dafür bestraft werden, weil sich einfach Vollidioten nicht an die Regeln halten können. So, wie gesagt, es geht darum, dass alle Kinder unter 13 Jahren geschützt sind auf YouTube, was ja an für sich Schwachsinn ist. In den Richtlinien ist schon angegeben, also jetzt speziell von der amerikanischen Seite aus, wo diese COPPA-Richtlinie festgelegt wurde, wo es gesetzlich beschlossen wurde, finde ich kompletter Blödsinn, weil, wie gesagt, es ist eigentlich schon geregelt, dass Kinder nicht auf YouTube gehören. Dafür gibt es ja YouTube Kids. Und darauf spielt dieses Ganze nicht ab. Es geht darum, ums YouTube an sich, dass die Kinder auf YouTube geschützt würden, die in erster Linie ja da gar nichts verloren haben. Theoretisch, weil es steht ja in den Richtlinien schon, dass man 13 Jahre alt sein soll, um selbstständig auf YouTube unterwegs zu sein. Jetzt sollen wir alle dafür bestraft werden, dass halt sich nicht an diese Regel gehalten würde. Es musste ein Gesetz beschlossen werden, weil sich Leute nicht an diese Regel halten, um die Kinder zu schützen. Das ist ja die Quadratur des Kreises. Wir müssen die Kinder schützen, die nicht da sein sollen, weil sie da sind. Einfach aus dem Grund, also der Hauptgrund, der angegeben wurde, dass Familien ja die Accounts zusammen nützen und so dementsprechend auch die Kinder auf die Seite kommen. Aber anstatt jetzt gesagt wird, Eltern, guckt nach euren Kindern, stellt die Accounts richtig ein. Es gibt eine Kinderschutzfunktion über die Google-Accounts, über die auch YouTube laufen. Wieso wird das nicht genutzt? Nee, jetzt werden wir angekackt, ja? Schützt die Kinder, die nicht da sein sollen. Es ist der gleiche Blödsinn, wenn ich sagen würde, ja, hier ist eine Bar, da dürft ihr nicht rein, weil ihr seid zu jung. So, jetzt gibt es aber viele Eltern, die nehmen ihre Kinder da mit und dann sagt das Gesetz, ja, wir müssen jetzt die Kinder schützen, die in der Bar sind, wo sie nicht sein sollen, weil die Eltern die mitbringen. So gut, wenn jetzt die Kinder in der Bar sind, dürft kein Bier mehr ausschenken und es darf sich unterhalten werden. Super, da freuen sich doch alle. Weil sich ein paar Vollidioten nicht an die Regeln halten und sich dann beschweren, dass die Kinder ja nicht geschützt sind. Anstatt diese, wie gesagt, auf die Plattform zu lotsen, die für Kinder bestimmt sind, müssen alle drunter leiden. Ich habe jetzt den Vor- oder Nachteil, ich habe nicht viele Abonnenten, ich bin nicht monetarisiert. Mit meinen 50 Leuten bin ich noch meilenweit davon entfernt, aber allein schon, dass sie viele Funktionen ausschalten wollen, wie die Kommentare, die Glocke. Oder generell Benachrichtigungen, alles Mögliche. Wir wollen so viel einschränken, so viel unsere Kommunikation untereinander stören, unterbrechen, weil Kinder da sind, die nicht sein sollen. Gerade die Kommentare sind, finde ich, für mich persönlich wichtig. Ich freue mich über jedes Kommentar, die paar, die ich kriege. Wie gesagt, ich bin Künstler, ich finde Feedback einfach toll. Ob es Kritik ist oder ein Lob oder einfach nur ein Hallo. Ich freue mich über jedes Kommentar, dass sich jemand mit mir beschäftigt, mit dem Krempel, den ich hier fabriziere. Und das soll einem genommen werden, einfach nur, weil sich andere Leute nicht an Regeln halten können. Es geht ja nicht nur ein paar Leuten so. Es gibt viele Leute, die drunter fallen, auch weil diese ganzen Regeln so schwammig sind. Heißt ja zu einem, was ist ein Kinder-Content? Also was ist jetzt speziell für Kinder? Ja klar, natürlich Videos, die speziell für Kinder ausgerichtet sind, so Lernvideos, was weiß ich, Vorschullernen oder sowas, das ist ja schon klar. Auch Videos, in denen Kinder vorkommen, so Kinderschauspieler, sowas, gut, das kann ich auch noch verstehen. Aber dann fängt's an. Sobald Charaktere auftauchen,
Also sobald Charaktere, Berühmtheiten, Spielfiguren etc. auftauchen, die für Kinder ansprechend sind, ist es jetzt automatisch für Kinder. Heißt, grob runtergebrochen, jetzt Künstler oder so weiter, die zeichnen einen Disney-Charakter oder machen eine Figur oder was weiß ich. Es kommt einfach ein Charakter drin vor oder jemand, was weiß ich, reviewt ein Pokémon-Spiel. Pokémon ist für Kinder, das ist automatisch ein Kinder-Content, obwohl es so viele Leute gibt, die keine Kinder sind, die diesen Content haben möchten, die sich dazu was sehen möchten. Oder auch Animationen oder Zeichentrickfilme. Es gibt so viele gute Animateure oder generell Leute, die etwas animieren. Diese fallen automatisch, weil sie ja Cartoon-Charaktere haben und eines etwas animiert ist, fallen automatisch in diesen Kinder-Content rein. Obwohl das ja von ihnen aus nicht vorgesehen war. Sie wollten mehrere Leute, wollen viele Leute ansprechen, nicht extra für Kinder. Nur weil sie jetzt Cartoon-Charaktere benutzen oder animieren. Soweit ich das mitkriegte, werden sogar einfach die Hintergrundmusik, sollte die einen fröhlichen Ton haben, ein Upbeat, also was Entspannendes oder etwas, was halt auch für Kinder eventuell ansprechend sein könnte, ist dieses Video auch eventuell speziell für Kinder gemacht, einfach weil fröhliche Musik im Hintergrund läuft. Soll das jetzt heißen, damit wir alle nicht in dieses Raster fallen, sollen wir nur noch düstere Musik laufen lassen, so Hip-Hop, Rock oder was weiß ich, einfach nur andere Musik laufen lassen, dass unsere Videos nicht unter diesen extra für Kinder fallen? Ich weiß, dass YouTube nicht direkt an allem schuld ist, dass es gesetzlich was geregelt wurde und dass YouTube jetzt selber gucken muss, wie es klarkommt. Aber es ist einfach so unfair, es regt mich so auf. Und es ist ja, wie gesagt, für viele, gerade für große Creator, fällt auch einfach ein Verdienst weg, ihre Arbeit weg, sie verlieren Arbeit. Dadurch, dass jetzt auch auf diesen Videos, die speziell für Kinder gemacht sind, die YouTube auch dazu denkt, die sind speziell für Kinder gemacht, fallen einfach verschiedene Sachen weg, wie jetzt personalisierte Ads. Damit verdienen die Leute auf YouTube ihr Geld. Das machen die schon seit langem, das ist kein Geheimnis. Mit Werbung wird Geld gemacht. Und jetzt zu sagen, ja, ihr kriegt jetzt weniger Geld, ihr verdient weniger mit eurer Arbeit, weil sich so ein paar Vollidioten nicht an die Regeln halten können und dazu extra Gesetze gemacht werden müssen. Ich weiß nicht, wie groß die Auswirkungen jetzt direkt für die einzelnen Creator sind, wie die drunter fallen, aber es geht ja nicht nur um die Leute jetzt, wie ich, die künstlerisch unterwegs sind, die irgendwas zeichnen, basteln etc. Es gibt auch wahrscheinlich, oder höchstwahrscheinlich geht es dann wieder auch um die Let's Player, viele Leute, die einfach Minecraft spielen oder Animal Crossing, Pokémon oder sonst was. Ist ja Spiele für Kinder. Egal, ob auch Erwachsene diesen Content sehen möchten oder sich dafür interessieren. Nein, das sind die Spiele, die sind FSK, keine Ahnung, 6. Die sind für Kinder, das ist Kinder-Content, automatisch. Auch allein, dass einem die Möglichkeit gegeben, ja, du kannst jetzt bis Januar können wir erstmal selbstständig unsere Häkchen setzen. Ob wir selber denken, ja oder nein. Es wird natürlich wieder in einem Algorithmus überprüft. So wie auch alles, was nicht angegeben ist, wird automatisch von einem Algorithmus überprüft und von YouTube eingeteilt, kinderfreundlich oder speziell für Kinder oder nicht. Ja, und wir wissen ja alle, wie super die Algorithmen in YouTube funktionieren. Das sind Meisterwerke der Algorithmik. Na klar, wir können wieder Widerspruch einlegen. Es ist die Möglichkeit gegeben, Widersprache geben, doch ja, dann ist das endgültige Wort. Was dann entschieden wird, bleibt so. Doch wenn YouTube denkt, dass es jetzt einen wiederholten Missbrauch von diesen Angaben gibt, kann es sogar sein, dass sie dir einfach den kompletten Kanal sperren etc. Es gibt Konsequenzen. Also wie gesagt, ich muss jetzt das einfach mal loswerden. Das regt mich so dermaßen auf, was da wieder für ein Blödsinn zusammengeschustert wurde. Weil einfach Leute, die keine Ahnung haben von der Materie, Sachen bestimmen wollen oder bestimmen. Ja, wir müssen die Kinder schützen, die nicht vorhanden sein sollen. Ja, ja, die sind aber trotzdem hier, weil die Eltern die reinlassen. Ist es ja eigentlich nicht das Problem der Plattform, sondern das Problem, dass sich diese Eltern nicht um ihre Kinder kümmern, wenn man es ganz grob runterbricht. Dass sie nicht schauen, was machen eure Kinder so in der Freizeit. Sie erziehen ihre Kinder nicht, sie schieben es immer auf andere. Und wir alle müssen drunter leiden. Also, wie gesagt, das hat mich jetzt einfach aufgeregt. Das muss ich loswerden. Ich weiß auch nicht, ob ich im Hintergrund irgendwas laufen lasse an Bildern oder so. Vielleicht finde ich ja noch irgendeine Datei, die ich noch nicht benutzt habe. Mal sehen. Aber wie gesagt, das muss jetzt raus. Das hat mich so aufgeregt. Falls sich hier jemand ins Video verirrt und sich das antut, wie ich mich hier aufreg,
Vielleicht kannst du ja was Nettes in die Kommentare schreiben, solange sie noch vorhanden sind. Weil ich befürchte, da ich ja viel zeichne oder viele auch in einem Cartoon-Style zeichne, wird es die Kommentarfunktion nicht mehr so lange auf meinem Kanal geben. Ich weiß auch nicht genau, was ich mache. Ich werde jetzt wahrscheinlich anfangen, auch auf Facebook einiges hochzuladen. Ich verlinke euch meine Facebook-Seite hier. Ich habe bereits eine englische Seite. Ich habe jetzt auch gestern eine neue deutsche Seite angelegt. Vielleicht läuft sich ja da einer hin und möchte sich mit mir unterhalten oder sehen, was ich so fabriziere oder möchte mir zeigen, was er so fabriziert. Ist auch mal nur schön. Ihr könnt mir auch ruhig zeigen, was ihr so macht. Vielleicht lässt sich der auch was draus machen. Ich hätte jetzt halt gern einfach diesen Austausch, der fehlt mir irgendwo. Ich habe jetzt auf DeviantArt, läuft ja schon ganz gut, ist halt alles auf Englisch. Ich hätte halt gern Feedback. Wie gesagt, der Künstler will Feedback haben, was er tut, was er verbessern kann. Wäre schön, wenn ihr einfach mal vorbeischaut oder ein nettes Wort da lasst. Dann schönen Tag und fühlt euch alle mal geknuddelt. Man sieht sich.